Das Atomkraftwerk Tihange ist nur 70 Kilometer von Aachen entfernt. Wegen Sicherheitsbedenken Anfang 2014 abgeschaltet, ist der Meiler Tihange 2 seit Ende 2015 wieder am Netz. Ich finde, man soll es abschalten. Ja, Tihange abschalten. Sofort. Ich würde mal glatt behaupten, dass, wenn man den Namen Tihange hört, direkt ein negativer Beigeschmack auf jeden Fall dabei ist. Durch die Nähe hier zu Aachen und auch halt, weil man weiß, durch viele andere Sachen, die schon passiert sind, Fukushima zum Beispiel, was da alles passieren kann. Man hört immer wieder in Nachrichten, dass das von selbst ausschaltet und irgendwelche Störungen da sind. Ja, wenn es weiter am Netz bleibt, weiß ich nicht, ob ich in Aachen bleiben werde, weil es einfach auch nicht mehr sicher ist und ich eben mir auch dann Sorgen mache um meine Familie, meine Freunde. Inwieweit sind wir betroffen im Falle eines Schadens? Reichen die 65 Kilometer, um nachzuweisen, dass dann, wenn ein solches Ereignis eintritt, dass wir wirklich hier Gefahr um Leib und Leben haben? Im Ernstfall macht die radioaktive Belastung keinen Halt vor Landesgrenzen. Und so haben auch die Menschen in Aachens Nachbarkommunen Bedenken. Jahre ist es gut gegangen. Maar dat is verleden tijd. Ik vind, zoals het op het ogenblik gesteld is, daar in Tihange, dat eigenlijk, ik ben eigenlijk voor sluiting. Niet alleen voor in de naaste omgeving, maar hier voor de hele regio. Der Impuls zu einer Resolution gegen Tihange kam aus der Politik der Region. Entsprechend groß ist die gemeinsame Unterstützung aller weiteren Schritte. Wir haben dann, nachdem wir festgestellt haben, dass insbesondere der Wille der Bevölkerung und auch die Verunsicherung in der Bevölkerung in den letzten Wochen und Monaten aufgrund der Störfälle zugenommen haben, die Entscheidung getroffen, als SPD-Fraktion gemeinsam mit den anderen Fraktionen des Städte-Regionstags die notwendigen Mittel für die Klage bereitzustellen. Wir sind sehr dankbar, dass diese Resolution von allen Fraktionen dann aufgenommen wurde. Und im Rahmen der Fraktionsvorsitzendenkonferenz haben wir es dann auch geschafft zu sagen, eine Resolution reicht nicht aus. Wir lassen wirklich die Städteregion prüfen, inwieweit rechtliche Schritte möglich sind. Und wir sehen ja, es funktioniert. Es sind rechtliche Schritte möglich. Bekannt ist, dass es an dem Atommeiler hunderte Haarrisse gibt und dass er sich, seit er wieder am Netz ist, mehrmals automatisch abgeschaltet hat. Die Gefahr ist greifbar. Ja, da macht man sich schon Gedanken, was würde passieren mit Aachen, mit den ganzen Menschen, die hier wohnen in der Umgebung. Anscheinend auch ein Thema, was viele hier in Aachen beschäftigt, weil man sieht ja sehr oft die ganzen Tihange-Abschalten-Plakate in vielen Fenstern. Und die ganzen Leute, die sich die Jodtabletten holen. Also, ja, das ist ja. Also wir merken es vor allen Dingen daran, weil seit Herbst ungefähr die Nachfrage nach den Kalium-Jodid-Tabletten sehr stark angestiegen ist. Wenn eine deutsche Ministerin die belgischen Nachbarn bittet, ein solches Atomkraftwerk abzuschalten, dann bin ich davon überzeugt, dass die Sicherheitsbedenken größer sind, als wir sie bisher öffentlich wahrgenommen haben. Und ich glaube, das zeigt, dass die Menschen hier Angst haben. Und dieser Angst müssen wir nachkommen, indem wir helfen, dass wir wieder in die Situation kommen, vertrauen zu können, dass ein Atomkraftwerk, das in Europa betrieben wird, einen anständigen Sicherheitsstandard hat. Ich sehe die Aussage der Städte positiv. Ne? Ich würde die Klage gerne unterstützen. Und halte es auch für wichtig, dass ganz viele das machen. Also die Bevölkerung motiviert uns auch weiterzumachen. Normalerweise ist es ja so, wenn Politik Gelder freigibt, dass dann die Bevölkerung eher skeptisch ist und hinterfragt. Aber bei diesem Thema sagt jeder, klar, wir müssen dafür sorgen, dass diese Meiler keine Gefahr für unsere Region darstellen. Und wir sind ja wir befinden uns in der Zone, die unbewohnbar würde, im Falle eines GAUs, und insofern wissen wir da die Bürgerinnen und Bürger wirklich hinter uns. Also die 10 Kommunen in der Städteregion Aachen unterstützen vorbehaltlos die Städteregion bei ihrer Klage, hier insbesondere Herrn Städteregionsrat Helmut Etchenberg. Hier spielt auch Parteipolitik überhaupt keine Rolle. Es geht um die ernsthafte Sorge, was ist, wenn die Tihange wenn es noch zum Super-GAU kommt. Wir wohnen in der Nähe, gerade hier in der Städteregion. Und hier darf man nicht mit dem Feuer spielen. Tihange, bitte abschalten. Gerne mit Hilfe, aber auf jeden Fall abschalten. Auf jeden Fall, ja. Ja, es gibt ein Ziel. Tihange 2 muss vom Netz. Das ist das klare Ziel, was wir verfolgen. Das wird nicht einfach sein. Aber ich bin fest davon überzeugt, wir kriegen das hin, wir schaffen das.